Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Rust. Wir haben hier einen kleinen Colani-Bot, nee, Colani-Bot anders, gell? Egal. Wir sind wieder in Rust zusammen mit dem Fischkopf. Hallo! Jack Fleischhammer. Ja. Und der Bende Bob. Wunderbar. Und ich bin auch dabei, der Minjas. Hallo, wir Minjas. Bauen hier Basis par excellence. Ich glaube, wir wissen gar nicht, was wir bauen. Das ist wie so aus Kochtochen oder Bierdeckeln. Alles geplant. Alles super. Ist scheiße, ja. Oh, ich konnte es einsetzen. Zwillings drin. Ich habe auch eingesetzt. Guck mal hier. Yay. Nee, den machen wir jetzt raus hier. Den hier. Warum denn? Ja, weil wir den jetzt den restlichen Kram weil fertig weil du bauen den können. Da wieder reintun willst. Okay, Bob. Nein, wir können das hier einfach zumachen, damit die Leute denken, wow. Nochmal? Kommst du unten in den Raum nochmal rein? Nee, das möchte ich jetzt gerne erklärt haben. In den anderen. Das geht doch nur um Ablenkung. In den Loot-Raum quasi. Ja, warte kurz. Einen Moment noch, bitte. Komm hier durch. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich hab die falsche immer. Also, 9. 9-mal die falsche, 37-mal die richtige. 9-mal die falsche, 7-mal die richtige. Was sprecht ihr? Munition. Ja. Für La Thompson. La Thompson, Marcel und Thompson. Haben wir Waffen? Können wir gleich auf BVB-Tour gehen? Darf ich kurz schießen? BVB-Tour? Ja, BVB-Tour. Nur der BVB. Naja. Ich kann hier wieder rum. Das liegt an der Wand, weil dir fehlt eine Wand. Warte, ich setze sie für dich und du kannst in Decke setzen. Moment. Probier mal. So geht's jetzt noch nicht. Okay, dann. Oh, das ist versetzt, Entschuldigung. Das ist falsch. Das ist nicht versetzt, das ist einfach nur falsch. Dann geht's ja. Kevin, das war falsch. Du gehst jetzt nach Hause. Probier mal. Nein, es gibt keinen. Oder ich muss erst fertig bauen. Also ich glaube, man muss mindestens fertig bauen, weil es schnappt nicht ein hier oben. Jetzt? Nope. Floorplan. Jetzt prüft er das, ne? Er guckt das nach. Ja, natürlich. Also wenn Fischkopf das sagt, dann hat das erstmal noch mal gar nichts zu bedeuten hier. Aber ich kann das verstehen, ich würde das genauso machen. So, mit und zwei jetzt müsst gehen. Geht's nämlich nicht. Warte, geh doch mal weg, ich will dir nicht auf die... Oh, au! Siehst du, was ich... Bleeding critically! Was mach ich jetzt? Oh mein Gott, ich sterbe! Ich sterbe! Du hast ja geschlafen, oder? Hilfe! Was? Bleib mal, wo ich stehen, dass wir dein Zeug looten können. Oh mein Gott! Ja, mach das mal... Ich sterbe! Bleeding! 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, das hört auf, wenn 12, du tot bist, ist das fertig. 10, 9, 8, 7, 6, nein, 4, 3... 2, 1, nein! Oh, wie auch bis zum Ende runterzählen, ne? Wie nervig. Ich loot ihn. Kannst du nicht leise sterben wie ein Mann? Ich mein. Oh nein! Achso, ich hab ein Sleeping Bag, geil. Bist du gleich in der Nähe oder soll ich dich looten? Ich bin direkt neben unserem Haus gespawnt. Okay, dann komm her, weil das despawnt mit der Zeit. Ja. Loot ihn schnell. Oh, wie aufgeregt ich war, ne? Weil ich dachte halt, ich muss euch wieder stundenlang suchen. Die Maps sind ja random, falls es noch keiner weiß. Genau. Von den Zuschauern. Ich weiß, dass ihr das schon 25 Mal gemacht habt. Ja, okay, verstehe. Entschuldige bitte. Hier kann die man Maps sind ja random, falls keiner weiß. Ey, gibst du mir mal ein T-Shirt zurück? Ich hab das gefunden, das lag da. Digga! Ich raste gleich richtig aus. Aber mit dir habe ich eh noch ein Hühnchen zu rupfen, mein Freund. Lauf du lieber nicht nackt rum. Gib mir sofort mein T-Shirt. Hast du dein Body gelootet? Hier. Hier hinten. Loot deinem Body, sonst wird er disappearen. Oh Gott, oh Gott. Oh. Wieso hat er... Hä? So, warte mal, ich muss mal hier den Kater rauslassen, Moment. Komm her! Tschüss. Kannst du mal irgendwie... Was denn? Ah, bitte. Kannst du darauf zugreifen? Auf den Body, yes. Ja, das ist ein bisschen das spezielle Pose, wie du da gestorben bist. Ja, das ist nicht sehr schön, aber wahr. Jack? Ja? Ich will mein Holz wieder haben. Ja, dann komm her. Ich geb dir das. Snadi, Alter, ich finde raus, wo du wohnst. Und wenn das fucking Schweiz ist, ist mir scheißegal. Dann fahr ich halt mit dem Zug. Und dann finde ich raus, wo du wohnst. Und dann trete ich dir die Scheißtür ein. Und dann hole ich mir mein T-Shirt irgendwie zurück. Ich gerade meine Ohren bluten. Ja, das ist mir jetzt egal. Danke. Das ist Nadi, ist dran schuld. Wenn du schimpfst, dann geh doch einfach ein Stück. nee? Oh, jetzt ist mein Körper weg. Shit. Jetzt.
Was hast du denn da? Wo... Snuddy? Hm? Wo hast du die Knarre her? Hab mir Jack geschenkt, weil ich so artig war. Wieso, wie, hallo? Lil Thompson? Darf ich vorstellen? Was denn? Lil Thompson de Neveu de la Chanson de la Baguette. Wo ist eigentlich Minjas? Oben auf dem Dach. Mach Sachen. Oh, es ist hier echt ganz schön labyrinthisch, ne? Ja, wir machen das noch weiter. Davon. Wir machen auch noch weiter. Boah, wie krass ich eben gestorben bin, ne? Ja, super krass. Super krass. Hammer krass. Super krass war das, ja. Wieso machen wir denn das immer weiter höher? Weiß ich nicht. Weil größer das, besser? Können wir das nicht mal lassen, irgendwie mal zumachen? Wir wollten das Loch schließen und schlussendlich ist es ein Turm geworden. Ja, ich glaube, wir sollten wirklich mal schließen hier mal irgendwann mal langsam oder so. Warte, mach ich weg. Na, es war nur ein Vorschlag. Ich meine, hoch ist tatsächlich gut und so. Kann man den, Mr. Grünshirt? Was ist? Das hier abbauen, wo du draufstehst? Wäre schlecht, weil hier ist so eine Treppe. Wo ist die Treppe? Hier. Ach, Schande. Wie machen wir das denn? Kann man hier die zwei wegnehmen? Welche? Das ist ein bisschen schwierig, weil hier müssen wir ja auch irgendwie hochkommen. Ah, hier hinten ist eine Leiter. Da ist eine Leiter. So, was ist das? Was ist das? Rasenmäher. Feuerzeug. Mit Feuerzeug, ich meine Flugzeug. Ist für euch eigentlich Nacht? Ein Airplane. Nee, guck mal, zieht richtig eine Spur. Geil. Da hinten. Wollen wir da hin? Nee, es macht ja nichts. Es zieht einfach nur eine Spur. Boah. Chemtrails, auch hier in Rust. Wie, aber wo, warum fliegt's denn da? Weil es es kann. Weil es ein Flugzeug ist, du Napp. Es droppt nichts? Ich hab nichts gesehen. Alpha, wir spielen Alpha. Schwierig. Oh. Okay, also ich baue jetzt hier noch die Dinge aus. Das ist richtig Labyrinth, ey. Und dann bauen wir hier zu. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun Schläge, was ist das für eine komische Zahl? Geht's eigentlich hier hin? Ach, hier und dann geht's da runter und was haben wir hier unten? Ich muss mir einen neuen Bauplan machen, das ist ja jetzt nicht euer Ernst. Wie, was hast du gemacht? Na, der ist weg. Wie hast du das geschafft? Snuddy, hast du den? Warum ist denn hier ein Doorway drin hier oben? Oder? Naja. Am Zwischengang, damit man runterschießen kann. Nicht gut? Oh, hier kommt man, die muss ich wieder raushauen, das funktioniert nicht. Ich interpretiere das als... Wir sollten doch langsam mal außen... Haus raus. Aufwerten, oder? Hat jemand noch zufällig ein bisschen Eisen? Wo wart ihr eigentlich Holz holen, Jungs? Ich war ziemlich weit... Wo bist du gerade? Also wenn man aus dem... mal, in der Nähe... Von dem Punkt, wo so Schlafsäcke liegen. Wenn man, genau. Und da musst du halt einfach weiterlaufen. Das ist nicht so leicht, da hinzukommen. Da musst du einmal so über so einen Berg laufen, aber dann geht's. Nicht jedermanns Sache, sagt er. So sieht's aus. So, ich mach mir jetzt hier einen Buildingplan. Derweilen könnte ich ja mal ein bisschen Steine hier einschmelzen. Ich weiß gar nicht mehr, wo es runtergeht. Ich glaube, wir haben da keinen Weg mehr nach unten. Kann doch, das sein? Doch, hier also, nach unten also stürzen. Also spätestens in das Loch stürzen. Das geht. Wir bauen es einfach nach vorne so mehrere Leitern gemacht. Hier, wir machen einfach den Hinterausgang weg, oder? Wie? Naja, man kann ja den Hinterausgang auch raus, indem man hier rauskrabbelt, oder? Ach nee, man kommt hier nicht mehr durch. Leute, ich habe keine Schlüssel mehr für die Türen. Oh, ist dein Body weggebackt. Muss den aufschließen, ne? Ja, ich mach. Ich mach schon, bin dabei. So, geh weg. Geh weg! Ja! Schrei mich nicht an! Jetzt mach den Schlüssel. Oh, ich dick bin. Können wir das... Okay, geht los. Können wir das nochmal für die andere Tür machen? Beziehungsweise kann mich mal eine reinlassen, dann mache ich hier mein Metallzeug rein. Passt das noch? Lock. Jetzt kommen wir hier hin an den anderen. Oh, warte, ich komme... Ich habe richtig viel Metal-Ohr reingemacht, Leute. Richtig viel. Das nervt mich voll mit dem... Sollen wir den dritten Furnace noch beschicken? Kannst du hier nochmal aufklicken? Auf ja. Danke. Ja, bitte. Ich hatte kein Metal-Ohr mehr. Danke. Wir müssen die Zwischentür auch noch abschließen. Am besten. Echt? Achso, ja. Du hast kein Metal-Ohr mehr gehabt? Nee. Dann nehme ich die 1700 von mir, oder? Bitte. Ich bin jetzt nicht total böse drüber. Sulfur auch gleich einschmelzen? Aber gerne. Was kann ich denn mit Bone Fragments machen? Und mehr als 1000 Holz bitte drin machen. Kommt.
Gut. Jungs. Bone Fragments? Kann man damit irgendwas Schönes machen? Da kannst du ein Messer draus machen. Bone Knife. Oh ja, aber dafür habe ich zu wenig. Ich habe auch zu wenig. Wir müssten hier irgendwie den Frontbereich nochmal zusätzlich absichern. Weil, weißt du, im Endeffekt ist hier alles jetzt offen. Also entweder machen wir hinten zu, den zweiten Eingang, und einfach als Basis tarnen, weißt du? Dass wir hinten nochmal Wände dicht machen. Ich würde nicht zumachen. Also ich gehe jetzt nach oben und mache jetzt hier den großen Bereich, mache ich quasi zu, dass du hier auch nicht mehr in das Loch reinfallen kannst. Wenn du verstehst, was ich meine. Jo. Einfach also großflächiger weiter vorne zumachen. Genau, also wir haben ja oben noch eine große Baustelle, da ist noch alles offen, aber da mal jetzt zu, also da habe ich zumindest Pläne hin, dahingehend, dann haben wir das gleich hier. Achso. Can't afford to place. Ich kann es mir nicht leisten, weil ich kein Holz mehr habe, weil ich alles an Holz verbrannt habe. Okay, ich muss noch Holz besorgen. Wie uncool bist du denn eigentlich? Ja, wir müssen sowieso dann gleich mal rumziehen. Ich meine, nur Hütte bauen ist ja auch langweilig für Zuschauer. Voll. Ich heul Holz, wollte ich gerade sagen. Cool. Ich heul Holz. Bescheid ist. Wieso geht jetzt hier keine Wand dran? Ich hol auch Holz. Bin gleich wieder da. Ich mag jetzt nicht mehr bauen. Immer nur dieses Schießen, bauen, bum, bum und so laut. Immer nur dieses Spießen, nee, so bauen. Ich hab Bock auf Schießen, bum, bum und so laut. Genau. Hast du Bock drauf? Richtig. Super. Richtig. Super geil. Wieso nicht 10 oder 8? Wieso sind es 9? 9-mal Holz reinpacken, meinst du, damit du es aufwerten kannst? 9-mal hauen, damit die Wand entsteht. Aus dem Bauplan zur Wand. Ey, das ist. Das Buch zum Spiel. Ah, jetzt geht's. Oh, mit Loch. Schade. Komm, Papa braucht eine neue Wand. Ja! Ups. Hallo? Ja? Könnt ihr mich noch hören? Okay. Floor Plan. Holz? Bitte? Was denn? Ach nee, ich hab auf den Elch geschossen und der... Der B ist wieder hier. B-Punkt ist wieder am Start. Sag was oder stirb. Wahrscheinlich hat er gerade jemanden getroffen. Okay. Oh, hier schlägt jemand. Hier ist jemand bei mir. Tier? Ja, ich baue weiter ab, dann bist du das. Okay, ich habe noch ein Stück Tier abgebaut. Minjas? Ja? Du hast doch hier die Treppe ganz oben gebaut, ne? Du weißt nicht, was ich meine. Möglich. Weil die würde ich jetzt quasi... Oh, fuck. Oh, halt dich drauf, komm nicht. Nein, hast du nicht. Die würde ich jetzt quasi verlieren, sodass wir wirklich jetzt mal zumachen können hier. Ja, mach mal. Das ist mir jetzt echt Latte. Dann lassen wir die hier, ignorieren wir diese Treppe hier. Aber wir haben hier noch Unebenheiten. Guck mal, Jack hier oben, siehst du das? Die Foundation ja, mit der Leiter? Ja, kann ich schon sehen, ja. Ist auch ein Bär, ich höre einen Bär. Ja. Boah. Oh. Komm ja, hier raus. Bei mir. Komm mal hoch. Ja, warte. Ich möchte gerne einen Kannst Bogenschuss hier, absetzen. Mach mal Bogenschuss hier. Oh, alle haben schon Waffen und alles. Bär, komm mal zu mir. Komm mal zu mir, Bär. Bär. Ah ja, okay, hat's erledigt. Machst du einen kleinen? Soll ich? Ich mach. Nee, mach du. Ich hab schon 2. In. Ich spiel jetzt von außen, weil das für die Zuschauer viel angenehmer ist. Hier in der Rücksicht, ne? Guck mal, hier übrigens ist eine Base. Ja, hab ich gesehen. Wollen wir da mal reingucken? Aber ich habe keine Waffen. Also ich kann mich nicht wehren, wenn da einer drin sein sollte. Da ist das Schloss. Sollt. Hä? Die Tür ist... Ach, da war schon jemand drin. Ja. Ja, aber ich könnte trotzdem mal gucken gehen. Bam. Ich habe gerade Parkour gemacht und werde nochmal das Holz hier oben holen. Ich weiß nicht, wie ich das hier zumachen soll. Floor plan that bitch.
Ich will mal wie bei Minecraft. Ich finde, wir sollten auf jeden Fall die Basis noch so ausbauen, dass wir oben auch noch Räume drin haben. Zusätzliche Backup-Räume. Versteht ihr? Ja. Oh, einfach nur. Außerdem, wenn du eine große Basis hast, da haben die Leute Respekt. Da können die nämlich direkt rein. Naja. Also vor dieser Basis hatte man auch nicht Respekt. Nein, ich sag, das war ja ein Spaß. Ich, so. Ah ja, Spaß. Ich sag ja, dann kommen die Leute direkt rein. Spaß, denk Spaß. Nämlich, oh, viele Sachen. Kann ich eigentlich so eine Dings abbauen? Eine Laterne? Ah, oh, schwierig. Ich brauche Hilfe. Wo ist eigentlich Snuddy? Was? Ich bin am Hämmern hier. Es dauert ein bisschen. Ist laut. Einfach auf 3 drücken, dann ist das richtig angenehm für die Ohren. Ja, dann sieht man manchmal Sachen nicht. Ich mache unseren Panic Room noch ein bisschen Raum besser als vorher. Mach bitte den Panic Room. Roll dabei ein bisschen das Air. Das fand ich gut. Funny dude. So, we have golden walls now. So, jetzt ich krieg's hier nicht zu, Leute. Ich krieg es hier nicht zu. Jack, was machst du denn? Soll ich zu dir kommen? Nö, ist eigentlich jetzt Nacht bei euch oder Tag? Tag. Bei mir ist Tag. Bei mir ist Nacht. Super. Der Mond steht direkt 12 Uhr. Ist hier mit deinem Holz sammeln? Ja, wir sind aber weit weg. Okay, hier ist immer noch offen. Oh. Snuddy! Ja? Du musst mir helfen. Ich brauche Unterstützung. Ich brauche jemanden, der sagt, ja, das geht aber nicht. Oder so kannst du es aber machen, vielleicht. Was ist los? Was ist los? Na, wir wollen jetzt oben endlich zumachen. Vor allem, ich glaube, das sollten wir auch noch in dieser Folge schaffen, weil sonst ist Kacke Arsch. Ja, und ich bringe jetzt 16.000 Holz mit, wird erstmal lang. Ja, und dann kannst du vielleicht gleich mal hochkommen. Jupp, aber ich sehe ja nichts. Bei mir ist ja, ne? Ja, gut. Ist auch nach. Das Einzige, was ich machen könnte, ich könnte mal außen einloggen. Das könnte man probieren. Das könnte man probieren. Das könnte funktionalisieren. Funktionalisieren. Wenn du also, wenn wir die Basis fertig haben, was ja jetzt absehbar ist, dann. Das sagst du so. Dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Eisen und dann schmelzen wir hier den Server. Sehr gut. Aber ich habe da unglaublich viel reingepackt, ne? Also mindestens 2.000-3.000 von den. Ja, aber das ist. Ich habe ja hier, weiß ich nicht, wie viele Millionen verbrannt schon. Für was eigentlich? Für deine Waffen und deine Munition, ne? So, ich bin bei dir. Ich sehe halt nichts. Ich sehe nur schwarze Klumpen. Es geht halt auch nicht anders. Es geht halt auch nicht anders. Nee, ich mache ja für uns alle Gunpowder und so. Das ist ja jetzt nicht. Dong, dong, dong. What the fuck? Oh. Bob hat den absolut interessantesten Job gerade. An der Seite ist noch ein Loch, aber da kommt man nicht rein, oder? Kann das sein? Hier sind Löcher, also hier oben. Und wenn, kommst du nicht mehr raus. Also wenn du hier reinrutschst, kommst du nicht mehr raus. Bist du gefangen. Das Problem habe ich nämlich jetzt aktuell gerade. Das ist jetzt doof. Warte mal, sowas? Könnte das aber, nee, das macht keinen Sinn. Sowas? Okay, das sieht schon mal besser aus. Weil dann kann ich da wahrscheinlich auch Ceilings setzen. Oh, das müssen sie unbedingt verändern. Dass man hier nichts mehr machen kann, wenn man in so einer Kante ist. Spalte. Oh. Wie hat Spalte gesagt? Verstehe ich nicht. Was verstehst du nicht? Übrigens, wenn man in den Furnace nichts reinlegen kann, beziehungsweise nichts rausnehmen, sollte man den kurz ausmachen. Ja, Pro-Tipp. Pro-Tipp, Minjas. Ja. Wenn man ihn nicht, wenn man da nichts rausnehmen kann, sollte man ihn ausmachen. Du kannst keine Sachen läuft reinlegen. Läuft hier jemand von euch rum? Nein. Ich bin nicht draußen, nein. Ich bin auf dem Dach. Ich meine, ich hätte was gehört. So, jetzt ist hier schon ziemlich viel zu, aber eben noch nicht alles. Ich glaube, das kriegen wir schon noch hin. Aber hier habe ich echt mörderische Mega. Du klopfst an der Tür rum, Snuddy, kann das sein? Ja, ist korrekt, ja. Komm mal rein, okay. Kannst ein bisschen schauen. Jetzt wird bei mir ein bisschen gearbeitet. Aber die Tür hat noch kein Schloss. Oh, ich sehe nichts. Ich will auch nicht geschlagen werden. Ah, ja, ist gut. Oh, perfekt.
Problem Gold. Ist, dass wir hier vor nichts haben. Weißt du, wir müssen irgendwie noch was davor bauen. Na gut, hier kann man ja nochmal ein Schloss reinsetzen. Also hier. Auf jeden Fall, ja. Doppeltür, ja. Und sonst kann man hier vorne noch eine Stufe 4 Tür hinmachen, ja, oder ich so. Ich würde hier vorne, guck mal, können wir nicht, wenn wir die Stufen hier wegtackern, das würde uns allerdings eine ganz schöne Arbeit kosten, hier da vorne was setzen, weißt du? Mhm. Ich mache mal kurz die Tür zu und ich schließe auch ab, falls jemand uns gerade überrascht. Ja, Minjas. Warte. Ich muss noch jetzt einen Key machen. Kannst du nochmal öffnen? Und? Ich muss nicht, die Tür muss nicht offen sein. Muss aber ich muss einen sein. Key machen. Ach so. Ja, aber dann geht's ich mal wieder nicht. Gut. Oh, Minjas. Falsche 50%. Soll ich Create a Key machen? Ja, bitte. Muss ich nur kurz in mein Inventar gucken, wo der dann auftaucht. Okay, ganz am Ende, ja. Ich kann ja auch Level 6 Stufen machen, wenn du magst. So. Ja, pass auf. Ich würde am liebsten noch was davor bauen. Und zwar nochmal genauso komplex. Einen Vorbau. Aber die Stufen sind extrem weit ausgebaut. Die sind schon Stein Level 2 Millionen. Ich hab keinen Bock mehr. Das aber er ist Stein. Jetzt. Stein ist ja nichts. Stein ist okay. Und ah. Meinte, komm, dass wir es wegkloppen können. Ja, das Ding ist halt, wir müssen den Boden jeweils auch ausbauen. Das vergessen sehr viele Leute. Ja. Das hatte ich von Ihnen ja vielleicht schon mal ja gesagt. Aber ich wurde ja für was? Schwierig gehalten. Nein, Boden. Das war mir nicht bewusst. Geisteskrank. Allerdings habe ich gerade probiert bei dieser Base, wo wir die sehen, den Boden weggehackt und da ist nichts passiert. Also mit dem drumherum. Schön. Wenn ich das hier setzen könnte. Sagen, ich verstehe es wie mein Dunkeln. Yeah. Yeah. Leute, wir haben hier oben noch genau zwei Löcher. Ich brauche gar nichts von den. Haut rein. Nee, jetzt kein Zwei-Löcher-Spruch. Ich brauche jetzt eure Hilfe. Ich wollte jetzt sagen, sonst hau rein. Einfach. Ich verzweifle sonst einfach und gehe vom Server. Ganz einfach. Also in einer der nächsten Folgen haben wir auf jeden Fall so viel Metal Fragments, dass wir losgehen können. Die sind bestimmt aus der. Aber nicht mit Metallaufwärts, Nadi, oder? Doch wurscht. Ich gebe auf. Also Stufe 4 soll schon sein, oder? Ich gebe jetzt auf. Das hier nicht. Ja, Stufe 4 auf jeden Fall. Nee, Stufe 4 ist ja Metall. Ich habe aufgegeben. Nein, also Stufe 4 ist noch Metall. Hier ist noch eine gelbe Wand, siehst du die? Interessiert das jemanden? Nee, ne? Ja, die oben meinst du? Tschüss. Komm hier aber nicht ran. Kommst du ran? Ja, ich komm ran. Ich gehe offline. Ich möchte nicht mehr. Ich spiele nicht mehr mit. Danke. Okay, tschüss. Tschüss. Was ist hier? Autsch. Warum rennst du denn an mir vorbei, wenn ich mal weil die Wand da oben fertig ist. Deswegen. Ach so, Entschuldigung. Nee. Nix. Ja, okay. Nee, ist aber noch nicht final. Ach, wir wollen so Stein mehr. Das geht raus. Lass mich raus, du Scheißspiel. Habt ihr da unten einfach normale Türen gebaut? Mm. Beziehungsweise, wie mache ich denn eine Tür? So, meine Damen und Herren, danke für Zuschauen und bis dahin. Auf Wiedersehen. Was? Das ist jetzt final, oder? Nee, noch nicht. Das ist doch, das ist final. Also es steht dann irgendwann links, you need metal fragments oder so ein Kram. Na, die unten ist fertig. Oh, steigst du auch weiter drauf? Nein, ich schlag oben drauf. Ah, oh je. Okay. Ja, oh gut. Na, die. Ein bisschen zu spät. Tut mir leid. Die Folge ist tatsächlich vorbei, oder? Ja. Die Folge ist vorbei. Die baut mal eine Tür. Ein Schloss, meine ich. Mit metal fragments. Ach, fuck. Guck mal in den Ofen. Müsste eigentlich wieder was da sein. Ah, sieht gut aus. Also, die Basis steht soweit. Es ist auch was Kleines geworden. Siehst so nicht zu, aber ganz dezent unauffällig, ja. Wir sollten aber die zweite Tür noch absichern dann. Bevor wir hier Schluss machen. Herr Minjas, haben Sie mir noch einen Schlüssel? Nein. Ja, komm her. Also, komm hier hoch. Also. Ja, ich bin da. Ich bin da. So. Warum kriegt ihr jetzt keine Wooden Storage Box? Was ist denn kommst du raus? Jack? Nein? Nein. Ja, nein, vielleicht. Komm nicht raus, weil ich hier schon wieder in einer Felsspalte stecke. Und jetzt bitte keinen Spaltenspruch. Und zwar nicht schon die ganze Zeit, Mann. Ich habe hier schon Sachen gebaut, um mich hier raus zu manövrieren. Ah, wenn man keine Sachen rausnehmen kann, ausmachen. Genau. Pro-Tipp, Minjas. Genau. Ach, und auslassen, okay. Ja, ja. Ich schlafe nachher hier drin. Nee, ich würde nicht schlafen. Nicht? Warum nicht? Ich würde hier schlafen. Nee, da ist aber nur eine Wand. Nehmen wir mal, da ist nur eine Wand.
Und hier ist eine... Okay, wir finden dann schon einen Weg, wo wir schlafen. Cool. Ich verstehe das nicht. So. So, zu. Mach Schluss jetzt. Machen wir Schluss? Ja. Okay. Okay. Ich sehe Arme fliegen, deswegen machen wir hier Schluss. Das passiert ab und zu, wenn man eine Third Person lange spielt, dann sieht man rechts Arme fliegen, wenn man wieder in die normale Ansicht geht. Ist auch Alpha, mein Gott. Wir spielen trotzdem Rust. Wir sind in der Season 2. Wir sind bei Folge 4, die jetzt zu Ende ist. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Rust wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüssi.